Bruder, wir gehen da jetzt rüber und holen uns das goldene Auto. Ja, Mann, machen wir. Weißt du, da ist irgendjemand, wir müssen aufpassen. Nee, da ist niemand, ich will, da ist bestimmt niemand, ich will. Auf drei geht's los. Eins, zwei, drei. Bruder, ich fahr. Aber ich will auch fahren. Ich will fahren, Bruder. Ja, fahr du, ist kein Problem. Ja, okay. Grüß Gott zu einem neuen Hobel-Review. Heute haben wir ein echtes Goldstück. Es geht um einen VW Polo. Erzähl mal, wie viel PS hat der Hobel? 75 Pferdestärke. Wie viel Kilometer hat das Auto drauf? Der Motor hat 36.000, aber auf dem Tacho stehen nur 90.000, weil es halt ein anderer Tacho ist. Da hat dich einer abgezogen. Ja, Mann, der ist richtig heftig. Wie alt ist das Auto? Kann ich mich nicht fragen, was ein Baujahr das hat. Das ist was ist das für ein Baujahr? Ah, das leiste, wie es alt ist, aber das kann ich ausgerechnet. Baujahr 94. Jetzt wollen wir euch den Hobel natürlich nur von außen zeigen. Er ist nämlich was ganz Besonderes von außen. Bereitet euch drauf vor. Tada! 18 Zoll Tiefbettschlappen, alles vorhanden, ein Überrollkäfig. Die Karre schaut so derartig geil aus von außen. Bruder, wird Zeit, deine Motorhaube zu öffnen und neu zum Schauen, was da für eine gescheite Maschine drunter ist, oder? Machen wir. Mach auf das Loch. Kein Thema, machen wir. So, ja, wir haben hier schön wie immer einen reinen Vierzylinder. Das ist ein VW Polo mit der Fucker Engine 1.0. Wir sehen hier wunderschön den Ansaugstrang vom Luftfilter. Das ist natürlich der Motor mit der Zündkerze und dem Zylinder drunter. Das ist unser kleiner Turbolader. Der saugt hier die Luft an. Hier oben, das sind Öltemperatur und Baranzeige. Und da hinten geht es natürlich raus über den Schlauch und presst die Luft in den Motor rein. Die Batterie ist eine Batterie. Wie lange hatten die noch TÜV? Ich habe den frisch gemacht, vor 3 Monate, 4 Monate. Also muss ich in 3 Wochen nochmal machen? Ja. Wie viel hat das Auto gekostet, Junge? Das Auto war ein Geschenk. Was hast du gesagt? Kanackenrotz. Kannst du wieder den Deckel zumachen? Fahren wir weiter. So, Jungs. Wir machen uns wieder auf die Socken. Jetzt kommt der 0 auf 100 Test. Junge, schau dir das mal an. Was ist das? Sportauspuff vom Feinsten. Frisch lackiert, frisch poliert. Warte, lackiert, ist geil. Frisch poliert mit feinstem Tempo. Von Tempo. Um ernst zu bleiben, an dem Auto hat man extrem viel gemacht. Viel mehr, als es eigentlich nötig war. Ich meine, es ist ein Polo. Gecleante Heckklappe bedeutet, normal ist ja das Nummernschild hier. Aber, ja.
Da ist so eine Mulde dafür da normal, aber ist nicht mehr, das ist eben glatt. Nicht gucken mit die Finger, okay. Wir haben das James Bond Setup, Liberty Walk, hinten am Heckspoiler natürlich. Das ist für schwere Zeiten gedacht, so G36 und MK48 schön dran. Das Auto ist in goldschwarz lackiert, wie man sehen kann, hat BMW E36 M-Spiegel mit Blinkern dran. Möchte ich nur mal so sagen. Es ist ein Gewindefahrwerk verbaut, habe ich mir gerade erzählen lassen von unserem vollpigmentierten Freund. Heißt, man könnte ihn noch tiefer schrauben. Sollte man auch machen. Allerdings, wo fährst du umeinander? Der ist ja dreckig wie Sau. Ja, der schaut ja aus wie du. Getönte Scheiben. Mit einem Hai drauf. Das zeigt meine Männlichkeit. Hai, Five. Das zeigt meine Männlichkeit. Ja, das machen Haie für gewöhnlich. Großer Sportauspuff. Große Heckstoßstange mit Mückengitter dran, alles inklusive. Schauen wir noch ein bisschen von innen an. So, im Auto angekommen, fällt uns direkt auf, dass Hadi seine Handbremse liebt. Ja. Alles serienmäßig, außer das Momo-Lenkrad. Interessanter wird's hinten. Dieser Stuff. Natürlich alles extrem aufgeräumt, sonst immer. Eine ABE für einen Sportauspuff. Alles dabei. Dann haben wir selbstverständlich hier die Pionierboxen James Fucker Edition. E36 TAS hat heute wieder mal zerfetzt. Ich bin der Best. Ich bin das Gesetz. Ich danke euch, dass ihr zuschaut. Ihr Fans. Yeah. Meine Abonnenten, die dachten, ich penne. Doch ich bring jeden Tag neues Hobel Review. Ich hab nen coolen Stiefelbruch. Was soll das für ein Geschwätz? Hör mal auf, was soll denn der Scheiß? Warum machen wir so einen Rost? Vielen Dank fürs Zuschauen. Abonnieren, subscriben und liken und kauft das neue Bilou. Danke, bis zum nächsten Video. People be starving. And people be killing for food with that quacking ass bomb, but they wish motherfuckers they stay eating good, dropping wish, living good. Hold it thick locks, but you been a bitch, suck a thick cock, fuck a grip, walk, hit a strip like in Bangkok. Never ever see me ever trip, but I live right. See me on the TV screaming, bitch, you a damn fraud. And you don't wanna fuck with a chicken like me.